Leute, ich bin's Conny und ihr seht jetzt alles Neue übers neue Pet Simulator X 8-Bit Update. Viel Spaß! Wir gehen rein in Pet Simulator X und gucken uns das neue Update an. Pixel World, New Eggs, Pixel Pets, 4 New Areas, Huge Pixel Cat, New Exclusive Egg und das war's auch schon. Okay, so, ich werde bestimmt nicht genug haben, um das Update anzugucken. Oh, das wird so peinlich. Das wird so peinlich, aber wir gucken einfach. Ich gehe in The Vault. Und angekommen in The Vault gibt's die Spawn World, die Fantasy World, die Tech World und... Aha! Welt Nummer 2 steht hier jetzt einfach nur. Alles klar. Hashtag 2. Preston hat keinen Bock mehr, die Sachen richtig zu beschützen. Oh, das ist cool. Das ist cool, dass selbst die Kanone so voxelmäßig ist. Dann gehen wir da mal rein. Und wir sind angekommen. So, Pixel Egg. Ich kann das Pixel Egg direkt kaufen. Dann mache ich das. 500.000. Hol ich mir 3 von. Und Pixel Shake und Pixel Cat. Sind die gut? Ah, wir sind... Okay. 15 Millionen. Warte mal, habe ich 15 Millionen? Ich habe 15 Millionen. Ich habe 15 Millionen. Ich kann mir die neuen Welten leisten. Aber die neuen Welten sind jetzt noch viel voller. Okay, es ist mehr, als ich gedacht hätte. Aber da hinten sind wir schon am Ende. Und jetzt 1 Milliarde für die letzte Region. Das habe ich tatsächlich auch noch drin. Und die neue Kiste hat... Uiuiui. Aber ich glaube, die ist abfahrbar. Das kann man machen. Ist das hier ein Portal oder ist das nur Deko? Das ist nur Deko. Ich muss sagen, mir gefällt der Artstyle. Mir gefällt der Artstyle, dass hier alles jetzt so verpixelt aussieht. Ja, gefällt mir. Hallo Conny, was habe ich verpasst? Du hast verpasst, dass ein neues Update rauskam. Hi Conny, wie geht es dir? Mir geht's ganz gut. Hi Conny, bist der Beste, das weiß ich doch. Ich finde es schade, ehrlich gesagt, dass die Dinger hier nicht verpixelt sind. Aber ich verstehe auch, dass Preston keinen Bock hatte, alle Models in Pixel nachzumachen. Ich meine, die Texturen sind schon Pixel genug teilweise, ne? Naja. Aber hier, Wasserfälle, die Umgebung ist halt so pixelmäßig, beziehungsweise voxelmäßig. Jetzt muss ich mal meinen Bildungsauftrag erfüllen. Pixel sind 2D und wenn man in 3D so eine Pixel darstellt, dann nennt man das Voxel. Gut, genug Bildungsauftrag, jetzt können wir wieder blöd werden. Gucken wir uns mal die Ex an und... Ich habe ein Mythical gezogen! Was? Als ob ich aus dem ersten Ei direkt das neue Mythical ziehe. Wie stark ist das? 8,3 Trillion. Alles klar. Finde ich gut. Einfach aus dem ersten Ei. Was? Hä? Ah, das ist nicht legit. Preston hat das falsch gebalanced. Man zieht da nur Mythicals raus. Oder sind hier nur Legendaries und Mythicals? Was gibt's denn hier? Das sind Legendaries. Und das ist ein Mythical. Und es gibt auch Huge Pixel Cat. Alles klar. Okay. Finde ich gut. Preston hat das wahrscheinlich gemacht, einfach nur, um uns wieder zu beruhigen, dass wir wieder gehypt sind. Finde ich gut. Jetzt habe ich endlich mal wieder die Chance, ein paar Mythicals zu ziehen. Dann mache ich das auch. Ich ziehe aus jedem Eck Mythical. Ja, ich ziehe auch aus jedem Eck Mythical. Wisst ihr, was ich hoffe, Leute? Ich hoffe, dass Preston sich einfach nur verrechnet hat, die Mythical-Chance zu hoch ist und dass er das nachher fixt und dass die Mythicals, die wir jetzt ziehen, dann richtig besonders sind. Oh, jetzt ziehe ich Epics. Wer will denn Epics haben? Ugh. Komm, hier, erstmal hier Auto-Delete Epic. Ich will nur Legendary und Mythical haben. Pah. Eggmastery ist auf Level 19, ja, das finde ich ganz gut. Also, ich würde sagen, jetzt farmen wir einfach mal ein paar Mythicals. So gefällt mir das. Oh ja, in Rainbow, warum denn nicht? Und wenn wir genug Mythicals haben, dann kann ich dir direkt hinten an die Kiste ranstellen. Ich ziehe einfach nur Mythicals, das ist genial, ich liebe es. Mir macht Pet Simulator X wieder Spaß, Leute. Zumindest jetzt, während des Updates. Danach habe ich dann irgendwann wieder keine Lust mehr, ich sehe das schon. Aber das gefällt mir. Daran habe ich Spaß, auf jeden Fall. Wie hast du es geschafft, dass du mehr als 4 Pets aktiviert hast? Ich habe dafür ein paar Game Pässe gekauft und ich habe die Pet Collection voll gemacht. Bei einer Pet Collection schaltet man auch weitere Pet Slots frei. Na gut, ich öffne noch so viel von denen, wie ich kann. Und dann packe ich meine 9 besten Pets an die Truhe da hinten, damit ich schneller farmen kann und mir mehr Eggs leisten kann. Ah, ein goldenes, das gefällt mir. Goldene brauche ich natürlich. Ich brauche jetzt so schnell wie möglich, so starke Pets wie möglich. Und wenn ich dann in ein paar Tagen meine ganzen Pets verschenke, was ich ja vorhabe, dann freut sich die Person erst recht. So, dann sage ich No Pets und Best Pets. Und da ist jetzt schon ein bisschen was Neues dabei. Aber auch gar nicht so viel. Aber auch gar nicht so viel. Okay, packe ich nochmal da hinten ran. So, ihr farmt jetzt für mich wieder. Wie viel kriege ich? Pro Tick kriege ich jetzt... Tick, 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 tick. Dann kommt der nächste Tick. 2,28 Millionen. Okay, nicht ganz das, was ich gerne hätte, weil ich muss mir ja 3 mal 9 Millionen ausgeben. Aber ja, gucken wir mal in die Pet Collection. Wie weit habe ich die? Na, die 800 Pets kriege ich nicht zusammen. Was ich auch mal machen könnte, was ich seit Monaten nicht mehr gemacht habe, hier in der Bank meine Zinsen einsammeln. Collect Interest, hier. 29 Millionen Diamonds. So will ich das sehen. Leider gibt es hier... Also es gibt hier eine Bank und die Bank ist auch verpixelt. Das gefällt mir, dass die Bank auch gepixelt ist. Aber es gibt hier leider keine Gold- und keine Dark-Matter-Maschine, weil ich würde gerne meine vorhandenen Mythicals jetzt gerne noch Gold- und Dark-Matter machen. Kommt man hier raus? Nee. Preston gönnt schon wieder nicht, der Unehrenmann. Er hat schon wieder eine Border gemacht.
damit wir uns nicht gegenseitig umbringen. Ich will mich aber umbringen, Leute. Ich will aus der Map rausspringen. Naja, dann nicht. Ich habe keine Bank. Ja, viele haben keine Bank. Aber apropos Bank, ich kann ja mal... Ich habe hier immer noch uralte Einladungen. Ich packe jetzt jedem einfach... Also nicht jedem. Ich packe jetzt ein paar Leuten einfach mal so eins der neuen Mythicals rein. Und das meinetwegen. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Bank verlassen. So. Ich muss ja irgendwie die Zeit jetzt rumbringen, bis ich wieder genug zusammengefarmt habe, um mehr Eggs zu öffnen. Schreibt mir auch mal in den Chat oder in die Kommentare. Seid ihr gerade auch dabei, Eggs zu öffnen? Wie viel Coins habt ihr eigentlich für das Update gespart? Weil ich hatte ja gerade mal so knapp über 1 Milliarde von den Coins. Warte, geht das hier wieder nicht? Sag's erst. Okay, ich dachte schon, das geht nicht. Ich habe kurz nicht hingeguckt. Oh, das ist eine ziemlich alte Bank, wie es aussieht. Aber da packen wir auch nochmal was rein. Ich meine, hier sind noch Hexigator drin. Atom 9 oder Nine. Warst, glaube ich, auch früher in den Streams dabei. Ich weiß gar nicht, ob du heute noch dabei bist. Vielleicht sind das auch alles jetzt Banken von Leuten, die schon seit Jahren keinen Pet-Simulator mehr spielen, weil das sind auch Einladungen. Also Bankeinladungen, die sind mindestens 2 Monate alt hier. Aber jetzt nach 2 Monaten kann ich ja auch mal ein Mythical reinpacken, ne? So, Bank verlassen. Einfach mal ein paar Mythicals verschenken. Nach all den Days. So, dann wieder verlassen und die nächste annehmen. Ich habe Pet-Simulator 1 gesuchtet. Ich habe auch Pet-Simulator 1 gesuchtet. Da habe ich viel zu viel Zeit drin verbracht. So, wieder verlassen. Und die Bank wird jetzt gescammt. Was ist hier drin? Das scamme ich mir alles. Nee, es ist nichts drin, was mich interessiert. So. Aber ich sag euch, Leute, wenn ihr einmal ein Huge Pet in der Bank habt, das wird so gescammt. Richtig ehrenlos mache ich das einfach. So, Matthias. So. Kriegst von mir auch noch was. Kann ich verlassen. Ich habe jetzt schon wieder 100 Millionen zusammen. Das würde für 3x3 Eggs reichen, glaube ich. Oder? Ah, ich kann nicht rechnen. Pro-Gamerin. Ist auch sehr, sehr lange schon dabei. Ich weiß aber nicht, ob sie immer noch die Streams verfolgt. Ich habe keine Ahnung. Aber machen wir einfach. Weiter geht's. Pixelwolf, kommt weg. Niemand braucht einen Pixelwolf. So. Und dann noch Leo 1001. Leo, ach du, das war der, der gerade eben auch die Robux gewonnen hat. Jetzt kriegst du noch ein bisschen was hiervon. So. Und Staatsfeind 107. Kann wir keine weiteren Member haben. Dann halt hier. Janni 007. Kriegst von mir auch noch ein paar Mythicals. Und dann sind meine Mythicals bald wieder alle. So. Felix XY 19. Aber die Einladungen werden auch nicht weniger, ne? Ihr braucht mir keine neuen Einladungen schicken. Weil ich werde, wird jetzt wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich in die Banken was reinpacke und ich werde bestimmt nicht alle Einladungen durchgehen. You're doing this too fast. Okay, es ist vorbei. Ah, nee, doch! Prest hat den Bug gefixt. Endlich, nach 300 Jahren. Gott sei Dank. Okay, okay, dann kann ich weiter verschenken. Ich dachte schon, es wäre jetzt vorbei. Pack ich hier noch ein bisschen was rein. Hast du eine Roblox-Gruppe? Ja, die Roblox-Gruppe ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ah, der Stream Elements Bot hat es schon reingeschickt. Ehrenmann. So. Meine Pets sind fertig mit abbauen. Nice. Dann packe ich hier nochmal schnell was rein. So, verlass da nochmal die Bank von Pferde. Und dann packe ich meine Pets da hinten nochmal ran. Yeah. Und die Kiste noch abbauen. Oh, die Kiste braucht länger, oder nicht? Und die Lootbags nehme ich natürlich auch mit, weil die kann man immer gebrauchen. So. So, Lootbags Mastery ist nun Level 19. Perfekt. Dann gehe ich zurück zu den Banken. Verschenke noch meine letzten Mythicals, die ich habe. Dann hole ich meine Lootbags, die ich oben oder meine Rewards oder wie auch immer das heißt, die ich bisher freigeschaltet habe. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich weiter Eggs öffnen. So, Avatar, ich habe schon wieder mehr Einladungen, als ich vorhin hatte. Das kann nicht sein. Ihr braucht mir keine Einladungen schicken. Das ist bald vorbei. Ich werde jetzt nur noch 3-4 Banken vollpacken. You're now a member. So. Ah doch, hier oben sind noch ein paar Mythicals. Na gut. Dann vielleicht ein bisschen mehr als 3-4 Banken. Leon Peter 2 ist dann noch dran. So, Deposit. Lup. Packe ich rein. Gehe ich auf Verlassen. Und die nächste Bank. So. Dann packe ich da noch ein bisschen was rein. Hier, die Legendaries kann ich auch loswerden, weil wer braucht schon Legendary Pets, wenn man so viele Mythicals zieht? Ich meine, das ist ja krasser als aus allen Eiern, die ich vorher kannte. Selbst bei dem Halloween-Event mit den Ghoul Horse Eggs kamen nicht so viele... Was wollte ich gerade sagen? Kamen nicht so viele Ghoul Horses raus. So. Das war die vorletzte Bank. Die Bank verlasse ich dann wieder und gehe dann in die letzte Bank rein. So, Deposit. Processing und das war's dann auch. So, ich habe keine Mythicals mehr, außer die, die ich ausgerüstet habe. Also gehe ich jetzt wieder diesen machen. Und ich krieg da natürlich die nächsten Mythicals raus. Ich liebe es. Ich liebe es. Und, was ist das? Oh, habe ich schon wieder ein... Ja, ich glaube, ich habe schon wieder ein Pet verschenkt, das ich eigentlich ausgerüstet hatte. Augenblick, ich muss dich kurz ransetzen. Augenblick, Bro. So, es passiert mir auch viel zu häufig, ne? Perfekt, einfach ein Rainbow Pixel Demon. Das gefällt mir. Können wir weitermachen. Und ich hole mir hier kurz noch meine Gifts. Redeem. So, von 195 Millionen gehe ich jetzt rauf auf... Ja... Hey, hallo? Hallo? Was soll das jetzt? Hey, hey, lass das! Ich will den haben. Okay, sagen wir 102 Millionen. 206 Millionen. Und sehr gut, Golden Pixel Demon. So soll das weitergehen. Ist das Update schon da? Wie du siehst, ja, das Update ist schon da. Und die Chance, Mythicals und Legendaries und Epics zu ziehen, ist richtig, richtig hoch geschossen. Also kann man jetzt einfach entspannt ein bisschen Eier öffnen. Rainbow Pixel Wolf. Ja, kann ich auch nehmen. Wie kriegt man Diamanten? Einfach so. Wenn du Sachen abbaust, kriegst du Diamanten. Wenn du Lootbags einsammelst, kriegst du Diamanten.
Und wenn du Sachen zusammenführst, dann musst du Diamanten ausgeben. Aber ich merke schon, Leute, ich komme nicht weiter. Ich farme nicht schnell genug, um Eier zu öffnen. Hätte ich mal bessere Pets gefarmt in der letzten Zeit. Naja. So. Warum ist Preston so ehrenlos? Warum? Er hat gerade die Server restartet und jetzt bekomme ich weniger Müffelkills, um einiges. Ich habe davor aus gefühlt jedem Ei 2 Müffelkills bekommen. Mein Server wurde nicht restartet. Nicht? Noch bekommst nicht. Du immer noch aus jedem Ei 2 Müffelkills? Ja, aber ich habe nicht so viele Coins. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich wette, Preston wird nachher die Server neu starten und die Chance verringern. Das hat er schon gemacht. Ja, dann hatte ich wohl recht. Aber ich habe meine ganzen Mythicals, die ich eben gezogen habe, habe ich schon verschenkt. Okay, ich gehe wieder auf deinen Server. Ich will gute Mythicals. Ja, bis der Server auch dran ist, weil du weißt, Roblox geht jetzt ein Server nach dem anderen durch und restartet die dann. Gehen die nicht. Okay, dann warten wir, bis dieser Server restartet ist und dann gehe ich auf den öffentlichen Server. Gehen die nicht. please nicht. Ah, Server ist closing. Please rejoin. Thank you. Ich bin auf einem neuen Server gejoint. Ich bin nice. Ja nachgestellt und bin auf einen neuen Server gekommen. Ja, Mann. Na gut, damit sind die Mythicals jetzt sehr viel mehr wert, als sie es eben waren. Nicht so viel. Du siehst immer noch sehr, sehr viele von denen. Ja, aber trotzdem. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!